So, wie angedroht geht's hier direkt weiter. Okay, dann speichern wir nämlich zumindest schon mal da die Multitools. Okay, hier ist weiter nichts. Kombination für Bucht 24. Aufgrund des enormen Verkehrsaufkommens haben wir Schwierigkeiten, die wertvollen Gegenstände in unseren Lieferungen im Auge zu behalten. Deshalb ändern wir ab sofort unsere Vorgehensweise. Alle Gegenstände, die laut Markierung gesondert zu behandeln sind, werden nach ihrer Ankunft im Wandsafe des Lagerraums im Landebucht 24 verstaut. Die Kombination liegt bei. Sehr schön, das ist eine Waffenmod. Dafür muss ich jetzt weder zwei Dinger vergeuden, noch will ich irgendwie eine Granate werfen und im Zweifelsfall hier einen Alarm auslösen. Das muss ja auch nicht sein. Was war denn das gerade? Irgendwo ist doch hier gerade so ein Schlosssymbol-Ding gewesen. Ach, das Geschütz? Sagt es doch. Okay, ja, nee, eine Waffenbot. Das lohnt nicht. Wieder hier durch. Die Frage ist jetzt nur noch, haben wir jetzt Flugdeck 24, Türschloss, Code erforderlich. Kann ich Ihnen helfen? Ich würde gern einen Termin vereinbaren. Tut mir leid, aber Ihre Anfrage verstößt gegen das Protokoll. Sie müssen sich an die Vorschriften halten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mhm. Kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich habe einen Termin. Netter Versuch. Kann ich Ihnen helfen? Darf ich mir mal kurz den Hangar ansehen? Tut mir leid, aber der Zutritt ist verboten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wo krieg ich den Code für die Tür her? Okay, da ging es ja nur nach oben. Ich meine, gut, da hätte ich jetzt noch das Ding, den Schrank aufmachen können, aber... Es sei denn, in dem Schrank liegt noch mehr, aber warum sollte in dem Kontrollraum von Deck 23 der Code von Deck 24 sein? Das macht auch nicht so wirklich Sinn. Auf der anderen Seite. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Ihr lauft doch immer im Kreis. Auf der anderen Seite, wo sollte es sonst sein, habe ich gerade überlegt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch noch irgendwie... Genau, diesen korrupten Beamten. Da muss ich auch noch ein Türschloss-Code-Dingsbums irgendwo kriegen. Naja, okay, mal vielleicht erstmal die anderen Sachen. Ne, hier wollte ich nicht hin. Dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Ansonsten müssen wir das halt später nochmal machen. Und da muss ich vielleicht doch den Schrank da aufbrechen. Sie lässt sich leicht beeinflussen. Sie bekommen, was Sie wollen. Sie lässt sich leicht beeinflussen.
Naja. Das ist der Außenschalter der Arkologie. Bei Schwierigkeiten können Sie sich an mich wenden. Bürger der WTO, seht ihr den Glanz der WTO-Enklave? Ihr genießt einen höheren Lebensstandard als jeder. Da brauche ich auch einen Code für die Büroräume. Level 107. Ich bin ja mit dem... Bin ich mit dem Fahrstuhl hergekommen oder bin ich hier hochgelaufen? Das war, glaube ich, auch egal, ne? Okay, machen wir erstmal das hier fertig. Komm her, Meister. Alter. Miss Withers hat mich angerufen. Sie haben es geschafft. Mhm. Das wollten Sie doch. Jetzt wird das Image des Pequods ordentlich aufpoliert. Danke für Ihre Hilfe und Ihre Diskretion. Hier ist der versprochene Modifikationseinsatz. Vielen Dank. Queequex ist erledigt. In einem Jahr müssen nicht mal mehr die Armen in der Medina diese verseuchte Brühe trinken. Glückwunsch. Sie haben der Welt einen guten Dienst erwiesen. Ja, wer weiß. Tja, das ist ein normaler. Ah, den habe ich noch nicht auf Stufe 3. Dann level ich den einfach hoch. Sehr schön. Du hast zufällig einen Code für die Büroräume oder so? Ich bin Angie Resonance. Worüber möchten Sie reden, Alex? Weißt du etwas über Flugdeck 24? Ah, sicher. Das war das luxuriöse Terminal, an dem mein Flugzeug immer gelandet ist. Ich habe nie verstanden, warum es die Stadt geschlossen hat. Es wird jetzt für geheime Forschungen genutzt. Anscheinend finanzieren die Templer eines der Projekte. Mhm. Sehr interessant. Außerdem gab es eine große Überweisung von einer deutschen Bank. Sollten Sie rausfinden, was in der Anlage vor sich geht, sagen Sie bitte Bescheid. Hi, ich bin Angie Resonance. Worüber möchten Sie reden, Alex? Es interessiert dich vielleicht, dass deine Managerin geschmiert wird. Ich habe deine Managerin getroffen, eine nette Frau. Dass sie geschmiert wird. Es interessiert dich vielleicht, dass deine Managerin geschmiert wird. Ach, wofür denn? Dafür, dass sie eine bestimmte Kaffeemarke trinkt. Sehr interessant, Alex. Vielen Dank. Ich bin froh, jemanden zu haben, dem ich trauen kann. Für Zeugenaussagen in einem Bestechungsfall gibt es eine Belohnung. Soll ich das Geld überweisen? Danke. Was hast du jetzt vor? Oh, tralalalala. Ich denke, ich werde diese Schlampe feuern. Sofort. Sehr schön. Gut, dass ich das jetzt erst gemacht habe, nachdem ich meine Belohnung von dem Typ hier abgeholt habe. Hi, ich bin Angie Resonance. Worüber möchten Sie reden, Alex? Okay, du trittst also in Neu-Kairo auf. Ja, morgen Abend. Sie kommen doch, nicht wahr? Na los, das wird klasse. Wo genau? Auf einer Bühne neben Pequod's Café. Ich habe Ihnen doch ein Gratisticket besorgt. Schon vergessen? Das wird so toll, wenn Sie kommen. Was? Gratisticket? Sie sind einer meiner Lieblingsfans, Alex. Ich höre Ihnen immer zu, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben. Das sagst du auch zu jedem, weil ihr ein Spybot bist. Aber egal. Auf einer Bühne neben Pequod's. Also hier ist Pequod's, aber wo ist hier eine Bühne? Naja, wie dem auch sei. Wir haben ein Ticket anscheinend. Weiß ich zwar nichts von, aber sei es drum. Ach, siehst du, Tarsus Akademie. Da waren wir auch noch nicht drin. Aber da haben wir auch irgendeinen Zugangscode oder irgendeinen Quark gebraucht, ne? Genau. Überall braucht man hier Codes. Das ist ja zum Mäusemelken. Bin ich dem Weg eigentlich jetzt schon gefolgt? Ach, das war die Geschichte hier. Wo bist du denn? Da oben. Naja, gut, wir haben 10 Multitools. Da können wir ja mal eins hier aufbauen und mal gucken, wo der Weg hinführt. Oh, oh. War das jetzt blöd, dass ich hier geschossen habe? Ich sichere diesen Sektor. Tja, tut mir leid, aber jetzt bist du dran. Muss ich mal kurz zurückgehen, nicht, damit jetzt die Wachen alle aggro auf mich sind, das wäre auch blöd.
benutzt, weil ich dachte, wahrscheinlich wird die nur freigelassen da oben, die Spinne, wenn ich den Laser auslöse oder so. Habe ich jetzt alle hier auf mich... Sind die Paladine bereit? Bereit und für die Säuberungsaktion immunisiert. In einer Stunde. Und Sie wissen, dass Sie jedes Gebäude durchsuchen sollen? Kein Omar wird entkommen. Das ist das Ende Ihrer Umtriebe in Kairo. Hoffentlich hast du recht. Oha. Aber du stellst sie dir zu menschlich vor. Ein Cyborg lässt sich nicht entmutigen. Aber auch die Omar haben Anführer. Bald werden sie merken, dass sie nicht mehr erwünscht sind. Die Omar sind keine menschliche Organisation. Sie sind selbstreplizierende Maschinen, die um den menschlichen Körper herumwachsen. Wir können nur Zeit gewinnen, bis wir eine Waffe haben, um das gesamte Netz zu zerschlagen. Mein Partner wird ihre Frau... Die menschliche Gesellschaft ist so destruktiv, dass selbst das organische Leben vom Aussterben bedroht ist. Alter... Irgendwie würde ich euch schon allen gerne in den Kopf schießen, aber egal. Vielleicht machen wir das noch später. Jetzt müssen wir erstmal hier schauen, wo es hier weitergeht. Also es scheint zumindest jetzt kein unwiederbringlicher Aggro ausgelöst worden zu sein. Ja, natürlich gehe ich an der falschen Seite hoch, ne? So. Es geht nach oben. Schon mal ganz gut, weil vielleicht heißt das, dass ich hier irgendwie ist alles ein bisschen hakelig, dass ich hier vielleicht in die Büroräume komme oder so. Meine Güte. Ah, das ist hier über der Wache, okay. Über dem Gefängnis. Das? Das ist ja einfach über der Haupthalle, oder? Ja. Ja, super. Das ist ja mal völlig von Arsch. Ja gut, jetzt könnte ich von hier oben irgendwie, aber warum sollte ich das wollen? Okay, also den, das Multitool haben wir vergeudet augenscheinlich. Da geht's. Code erforderlich. Okay, das bringt mir mal gar nichts hier. Na gut, also dann müssen wir vielleicht doch erstmal in die Stadt und gucken, dass wir diese anderen Geschichten machen. Hier zu den Nanoformern kommen wir ja auch nicht. Ich meine, ich habe halt die zwei. Ich mach das einfach mal. Ich habe ja die zwei Multitools. Und alles benennt die Multitools. Versteck. Jetzt habe ich quasi nur ein Multitool geopfert für... Oh, doch, da war was. Ein Multitool geopfert für... eine Heilung. Hohlgeschoss. Ich glaube, der Glasdestabilisator und so, das ist eigentlich auch alles gar nicht so wichtig. Hohlgeschossmunition für die MacRail, das glaube ich auch nicht. Weiß ich nicht. Das ist alles nicht so wirklich
nützlich momentan. Also, fahren wir wieder zurück zur Südmedina erstmal. Die hat dich bestochen, die lässt mich hoffentlich nachher wieder rein. Ich lasse mich das jedes Mal Geld kostet. Massivs Greenhouse. Warum das allerdings hier so ausgeschildert ist, weiß ich auch nicht. Ich habe wieder und wieder versucht, in die Arkologie zu kommen. Wir sind euch Arkologie-Typen leid. Ihr kommt hierher und zeigt mit dem Finger auf uns wie im Zoo. Ich bin nicht zum Vergnügen hier. Wir haben keine andere Wahl, als zu bleiben. Uns schützt in der Nacht keine Atmosphärenkuppel. Ich lebe nicht in der Arkologie. Unsere Kinder liegen nächtelang wach, weil sie in diesem Schmutz nicht atmen können. Aber das wird sich ändern. Du siehst aus, als hättest du genug Credits, um Atemgeräte für unsere Familien zu kaufen. 150 ist jetzt echt nicht viel. Andererseits will ich mich jetzt auch nicht vor so Affen erpressen lassen. Keine Sorge, eure Kinder erben in Kürze eure Atemgeräte. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil von der Formulierung her hat er mich jetzt weder bedroht, noch hat er mich wirklich freundlich gebeten. Wenn er mich gebeten hätte, würde ich ihm das Geld geben. Wenn er mich bedroht hat, würde ich ihn töten. Jetzt hat er allerdings so eine Formulierung benutzt. Ich meine, klar, das ist jetzt so unterschwellig schon eine Drohung, aber andererseits... Also, jetzt können wir erstmal sagen, ja, so what, ne? Und dann müssen wir gucken, wie er reagiert, ne? Aber da ich jetzt nur die beiden Optionen habe und jetzt nicht so wirklich einen Grund habe, ihn... das Geld zu geben, weil er mich erstmal angepisst hat, bleibt mir nichts anderes übrig, als die jetzt zu töten. Keine Sorge, eure Kinder erben in Kürze eure Atemgeräte. Schwachkopf. Und los geht's. Und los. Wenn ihr halt auflauern und mich blöd anmachen, dann sterben sie halt. So ist der Lauf der Dinge. Nicht blöd gekommen wären, angepisst hätten und dann so eine Pseudo-Bedrohung abgezogen hätten, dann hätte ich es ihnen ja gerne gegeben. Aber so asoziales Pack. Die glauben hier mit Gewalt zum Ziel zu kommen. Das können sie sich direkt abschminken. Da kriegen sie eine Kugel in den Kopf. So. Nassifs Greenhouse. Aber vom Schwierigkeitsgrad her muss ich sagen, hätte man es auch mit einer Nummer schwerer spielen können, aber egal. Produktion der Nassifs zu unterbinden. Wenn sie das Filtersystem zerstören, gehen die Pflanzen ein. Natürlich können sie auch die Pflanzen selbst zerstören oder die Steuersoftware des Treibhauses umprogrammieren. Ich meine, illegale Nahrungsproduktion, das ist doch ein Widerspruch in sich. Ich meine, die sollen doch froh sein über jede Nahrung, die produziert wird, weißt du? Also das ist jetzt wieder so eine Aktion von der WTO, wo ich sagen muss, gieß ich nicht, Alter, ne? Das? Wird man nicht käsig, Freund. Oh, ich wollte eigentlich mal hier so das Sekundärfeuer ausprobieren. Fällt mir gerade auf. Gar nicht so verkehrt. Geht halt auf Munition. Statt auf Multitools. Wenn man es hacken wollte. Spinnenbombe brauche ich auch nicht. Normale Granaten kann ich immer mitnehmen. Okay, das ist der Luftfilter. Bitte was? Bitte was? Es gibt mehrere Möglichkeiten, die illegale Nahrungsmittelproduktion der Nassifs zu unterbinden. Wenn sie das System zerstören, gehen die Pflanzen ein.
Natürlich können Sie auch die Pflanzen selbst zerstören oder die Steuersoftware des Treibhauses umprogrammieren. Sage mal, wie schön gibt's denn hier? Aber vorher speichern, nicht, dass hier wieder irgendwas schief geht, weil ich so ein Ding werfe. Untersuch was spezifische Bedrohung. Das hat ja funktioniert. Kein Feuer! Okay, dann könnte ich jetzt hier mit dem Flammenwerfer die Pflanzen abfackeln. Aber ich meine, wenn das Nahrung ist, wieso? Weiß ich nicht. Also an der Stelle muss ich sagen, WTO, ich weiß ja nicht, was ihr hier abzieht. Andererseits, Nassif, könnt ihr auch mal Kontakt mit mir aufnehmen, wenn die irgendwie koscher wäre und einen Grund hätte für das, was sie tut und so weiter, ne? Also, weiß ich nicht. Ist natürlich trotzdem kein Grund, hier das Treibhaus zu zerlegen. Okay, da würde ich die Pflanzen killen, aber ich wollte ja eigentlich die... Ach, das ist meine an. Eigentlich hier. Okay, das hat mich jetzt dann doch ein bisschen was Leben gekostet. Jetzt mal nicht so viel, dass es kritisch ist. Okay, wenn man natürlich die falsche Taste nimmt zum Werfen, dann dann kann es schon sein, dass man stirbt. Na super, hat ja auch nur 3 Versuche gebraucht. Oh, wo geht's denn da hin? Goldene Laserschranke aus. Lagerhausbot deaktiviert. Na gut, jetzt habe ich ihn schon zerstört, wa? Okay, dann kann ich einmal eine Energiezelle benutzen und hier wieder mitnehmen. Schließ alles ab und geh heim. Wer auch immer hinter meiner Nichte her war und unsere Techniker ermordet hat, der sucht noch immer nach ihr. Ich kam zurück ins Apartment, um meinen Ausweis zu holen, damit ich zu meiner Tochter Netasos Schule kann. Aber der Direktor hat mir versichert, dass es ihr gut geht. Mal sehen, was ich jetzt mache. Du gehst jedenfalls nicht zur Arbeit, solange du nichts von mir hörst. Wir hatten gehofft, dass Sie hier vielleicht Dr. Nassifs Onkel finden würden, aber er scheint uns einen Schritt voraus zu sein. Warum statten Sie ihm nicht einen Besuch ab, wenn Sie die Hydrokulturen zerstört haben?
Seine Wohnung ist im zweiten Stock eines Gebäudes gegenüber der Kirche der Ordnung. Was? Kontrollsysteme. Blendgranate muss jetzt auch nicht sein. Nahrung brauchen wir nicht, weil wir gerade geheilt wurden. Hier. Gewächshaus Sicherheitslogin. Diese elenden Vandalen. Ich glaube nicht, dass das nur Jugendliche sind, die diese Schwierigkeiten verursachen. Meines Erachtens steckt die WTO dahinter. Na gut. Wenn die glauben, dass ich mich vertreiben lasse, können sie sich auf was gefasst machen. Ich habe ein neues Sicherheitssystem installiert. Modernste Technik. Hier sind die Codes. Niemand legt sich ungestraft mit Maschini massiv an. Ja, tut mir leid für dich, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie weiterkomme, ohne dein Zeug hier zu vernichten, ne? Messer brauche ich eigentlich auch nicht. Munition geht immer. Scharfschützengewehr habe ich schon. Kamera aus, Geschütz aus. Gewächshaus wird abgeschaltet. Gute Arbeit. Ja, das mit den Handelsbestimmungen. Defekt der Hydrokultur. Medizinisches Gewebe. Ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn wir das hier nicht gemacht hätten, aber ich bin mir nicht so sicher, dass Situation wir das... kritisch. Ja, wahrscheinlich hätte man es nicht machen müssen, ne? Und ich bin mir jetzt nicht so sicher, dass das so gut war. Klimakontrolle beschädigt. Situation kritisch. Zu machen. Oder kann ich das wieder... Kann ich das wieder anschalten? Warnung! Gewächshausatmosphäre jenseits der Grenzwerte. Ich bin entsetzt, Alex. Sie sind eine Gefahr für eine Gemeinde, die unter dem Schutz... Vegetationsverluste übersteigen akzeptable Bereiche. Sie leider neutralisieren lassen. Kirchenpsychotante gerade gesagt, sie will mich eliminieren lassen. Ja, ich... Ich weiß, ich werde ja zu dem Onkel gehen können und ich... Genau, ich werde hier nochmal den letzten Quicksave laden und... Ich werde mal... Um Gottes Willen. So, ich werde nochmal zusehen, dass ich das jetzt nicht zerstöre, das Zeug. Dann ist halt die WTO vielleicht ein bisschen angepisst. Aber dann ist es halt so. So, das ist der Luftfilter hier. Da war ich ja beim letzten Mal gar nicht. Ja, hier hoch. Weil es ist schon so ein Ding... ja, das ist ein Verstoß gegen irgendwelche Dingsvorschriften, aber andererseits... Ja, scheiß drauf, ne? Ich meine, Nahrungsmittelproduktion... Schließ alles ab und geh heim. Wer auch immer hinter meiner Nichte her war und unsere Techniker ermordet hat, der sucht noch immer nach ihr. Ich kam zurück ins Apartment, um meinen Ausweis zu holen, damit ich zu meiner Tochter Netasos Schule kann.
Aber der Direktor hat mir versichert, dass es ihr gut geht. Mal sehen, was ich jetzt mache. Du gehst jedenfalls nicht zur Arbeit, solange du nichts von mir hörst. Wir hatten gehofft, dass Sie hier vielleicht Dr. Nassifs Onkel finden würden. Aber er scheint uns einen Schritt voraus zu sein. Warum statten Sie ihm nicht einen Besuch ab, wenn Sie die Hydrokulturen zerstört haben? Seine Wohnung ist im zweiten Stock eines Gebäudes gegenüber der Kirche der Ordnung. Genau, das ist so ein bisschen wie mit diesem, wie mit dem Mordanschlag. Das ist so die Sache, die Motivation erschließt sich mir nicht, ne? Und insofern muss man ja hier in dem Spiel auch nicht zwingend alles machen. Insofern lassen wir das mal, weil es einfach falsch wäre, das zu tun. Sehen wir erstmal zu, dass wir die anderen Geschichten erledigen und schauen, ob wir das überhaupt machen müssen. Weil es einfach falsch ist. Da mir nicht hinreißen lassen, einfach hier, das ist halt Deus Ex, man muss halt nicht jeden Scheiß machen. Das heißt, ich darf mich jetzt nicht so dazu hinreißen lassen, immer jeden Scheiß zu machen. Es hat dir letzte Nacht einige Morde gegeben, nur damit sie Bescheid wissen. Ja, ich weiß. Jetzt kann mir nur noch ein Wunder helfen. Bitte überzeugen Sie NG, egal wie. Ich habe mit Miss Withers gesprochen. Sie sagt, sie hätte sich schon mit Pequods geeinigt. Unmöglich. NG stammt aus armen Verhältnissen. Sie würde nie für eine Brühe wie den Piquacino werben. Doch. Verdammte Axt! Das ist wieder mal typisch. Wer bin ich schon? Ein Kind der Medina, das ein bisschen Glück hatte. Ist nicht das erste Mal, dass ein angesehener Unternehmer in der Gosse landet. Tja, so ist halt. Medina Apartments und die Moschee. Halt! SSC im Dienst. Naja, du mich auch. Bei dem Autoreifen. Medina Apartment. Was ist denn dann das hier gewesen, wo du gerade hergekommen bist? So eine Sackgasse. Credits sind da drin. Aber wenn ich da jetzt eine Granate hinwerf, dann kommt mir die SSC auf den Hals. Ne? Also, Mord. Nordmedina, nicht Mordmedina. Chicago, verfolgst du mich etwa? Du bist ziemlich weit weg von zu Hause. Ich verfolge Dr. Nassif. Das Programm, zu dem wir gehören, die Apostelgemeinschaft. Hier in Kairo ist das Hauptquartier. Apostelgemeinschaft? Die Wissenschaftler, die unsere Ausbildung geleitet haben. Tarsus war nur Fassade. Was für ein Zufall. Entweder will mich jemand tot sehen... Oder die Omar haben vielleicht auch Interesse an dem Programm, das uns erschaffen hat. Was machst du denn hier draußen genau? Hab ich dir doch schon mal gesagt. Schutzdienst. Schutz? Wovor? Vor allem und jedem. Es gibt viele Leute, die Omar nicht mögen. Die meisten halten sie für Freaks. Templer angeblich planen diese fanatischen Templer einen Angriff. Also warte ich auf sie. Ganz alleine? Das ist mein Auftrag. Aber diese Cyborgs können auch kämpfen, wenn sie es müssen. Ich wünschte nur, ich hätte ein paar mehr Informationen. Zum Beispiel, wann der Angriff beginnt. Dann könnte ich vielleicht ein bisschen schlafen. Ich habe im Rekrutierungsbüro der Templer in der Arkologie etwas gehört, das dich interessieren dürfte. Ha, mein Glückstag. Es kann sich doch immer wieder lohnen, alte Freunde von Tarsus zu haben. Wir haben den Angriff... Nee, der Angriff kann... Also ich werde sicherlich nicht für die Templer lügen, damit sie die Omar abschlachten können. Also sage ich ihm die Wahrheit. Der Angriff kann jeden Moment losgehen. Bist du dir sicher? Wie lange sollte ich noch in Position bleiben? Schwer zu sagen. Vielleicht eine Stunde? Ich werde bereit sein. Vielen Dank. Mich erwischen Sie nicht beim Schlafen. Sie
Sie haben sich ja den besten Platz für Ihre Geschäfte ausgesucht. Wir freuen uns, dass Sie uns gefunden haben und bedanken uns, dass Sie uns über unseren Freund Liu vor dem Angriff der Templer gewarnt haben. Freut mich, dass ich euch helfen konnte. Jetzt bin ich aber gespannt, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Unsere Waren werden Ihnen gefallen. Sie sind ein willkommener Kunde, da Sie uns geholfen haben. Vielleicht können Sie uns ja noch einen Dienst erweisen. Reden Sie weiter, ich bin ganz Ohr. In der Einrichtung der Templer auf Flugdeck 24, Ebene 110 der Arkologie laufen verschiedene Geheimprogramme. Mhm. Uns interessiert vor allem der Panzer für die Paladine der Templer. Das Serum für solche 11 wurde auch dort entwickelt. Wir wissen aber nicht, warum es noch nicht produziert wird. Das Serum könnte die Bürger interessieren. Wie komme ich in diese Anlage? Ist das, was die... Vor allem brauchen Sie einen Ausweis für die Arkologie. Hier. Danke. Reden Sie dann mit der Frau am Informationsstand des Flugterminals. Sie arbeitet für uns. Hm. Sie wird Sie bereits erwarten. Sagen Sie ihr, dass Sie einen gemeinsamen Freund haben. Suchen Sie anschließend den Panzer und senden Sie die Daten. Und vergessen Sie Ihr Serum nicht. Okay. Was haben Sie denn? Hey, hätte ich mir gar keine Zusatzteile kaufen brauchen für die Arkologie. Illegale Modifikationseinsätze mit erweiterten Piezo-Cam-Funktionen. Außerdem 3 Minen mit Bewegungssensoren haften auf jeder glatten Oberfläche. Und weil Sie ein Vorzugskunde sind, berechne ich Ihnen nur 50% des Preises. Okay, die Biomods auf jeden Fall, die Umgebungsminen. Geben Sie mir die Biomodifikationseinsätze. Die Omar wissen gute Kunden zu schätzen. Ich weiß einen guten Rabatt zu schätzen. Scan abgeschlossen. Sie sind nur minimal biomodifiziert. Wir können das korrigieren. Ich war mir erst nicht ganz sicher, was dich betrifft, aber du bist ein guter Mann. Für die Verhältnisse der Oma bin ich vielleicht nur leicht modifiziert, aber gut. Okay, das Ding ist auf höchster Stufe. Das Ding stufen wir gerade noch eins hoch. Können wir ja schön die Leichen spenden. Und jetzt wird es ein bisschen eklig. Ferngesteuerte Spionagedrohne klingt irgendwie scheiße. Hier habe ich diese Raketen- und Dingsgeschichte. Nahkampfattacken verursachen EMP-Schaden, weiß ich nicht. Ist irgendwie. Ist vielleicht sogar fast der Sichtschutz vor Bots noch besser. Eigentlich okay, so wie es ist. Manipulation von Bots und Kameras und Geschützen. Gut, da ich die jetzt hacken kann und so und auch sonst ja die Gegner relativ gut loswerde, weil der normale Schwierigkeitsgrad offensichtlich nicht sonderlich schlimm ist, ist eigentlich auch alles okay, so wie es ist. Außerdem will ich ungern noch Platz im Inventar verlieren, wenn ich die Stärke verliere. Das Einzige wäre wirklich hier diese Spionagedrohne, die ich eigentlich nicht haben will. Ich könnte die normale Heilung hier noch leveln, da brauche ich aber normale Modifikationen. Also eigentlich brauche ich die gar nicht, die Biomod. Die eine war ja ganz okay, aber die zweite... Im Kampf gegen Fanatiker zu sterben ist nicht so übel, schätze ich. Im Kampf sterben ist immer übel. Okay. Da geht's zum Greenhouse? Oder geht's wieder zurück? Genau, hier war ich. Da muss ich hin. Nie mehr Hitzewallungen. Nie wieder erschöpft. Dank Vitatec Serum 11. Hast du viel Werbung geguckt, oder? Sie, Sir, sehen aus wie eine urteilsfähige Person. Wie jemand, der eine Innovation erkennt, wenn er sie sieht. Mhm. Worauf wollen Sie hinaus? Sind Sie die Atemgeräte leid? Haben Sie Husten von solcher 11? Haben Sie schleimigen Auswurf?
Lassen Sie mich Ihnen von einem erstaunlichen neuen Elixier erzählen. Oh, nein, ich habe wirklich... Mithilfe traditioneller Kräuter und der modernen Nanopathologie haben wir das erste und einzige Serum gegen solche Elf entwickelt und es in dieses Getränk eingebunden, um die Auswirkungen der Nanitenwolke geschmackvoll zu bekämpfen. VitaTech Serum 11. Ja, das ist faszinierend, aber... Wir bieten es heute zu einem besonders günstigen Preis an. Möchten Sie etwas kaufen? Nein, ich hole mir das echte von den Templern. Nein, danke. Sie schulden es sich und Ihrer Familie, das einzige Mittel gegen solche Elf zu kaufen. Ich glaube nicht. Ich hole mir das lieber aus dem Hangar 24. Oder was war's? Doch 24, glaube ich, ne? Medina Apartments. So, dann schauen wir mal. Es ist so schön, dich zu sehen, Liebling. Gibt es Neuigkeiten über das Apartment? Apartment? Ach, das. Das ist schon vergeben. Sorry. Versuchst du wirklich, für mich eine Wohnung in der Arkologie zu finden? Willst du nicht auch, dass wir uns öfter sehen können? Das ist viel Geld. Mein Mann wird Verdacht schöpfen, wenn ich das nicht richtig mache. Er fängt schon an, Fragen zu stellen. Ich stecke hier draußen fest. Arbeit in der Arkologie. Dank der Verschmelzung von Architektur und Ökologie sind alle Bereiche in diesen von der WTO erbauten Städten bequem zu Fuß zu erreichen. Das kennen wir alles schon. Ich kann hier nicht mal an meinen Gedichten arbeiten. Ich muss in die verdammte Arkologie. Hier weiß niemand, mein Werk zu würdigen. Ich schon, Schatz. Danke, dass du da bist. Ich liebe es und ich liebe uns. Aber du weißt doch, dass ich wieder zurück muss. Ich melde mich, wenn ich ein Apartment habe. Dieser ständige Dunst ist schrecklich. Wenn ich bloß hier weg könnte. Ich weiß, dass in mir ein Poet schlummert. Ja, wenn du das sagst. Siehst du aber irgendwie im ersten Stock, im zweiten Stock? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Der Harvester wird reden, okay? Der Harvester wird reden? Was sehe ich denn da? Ein außergewöhnlicher junger Mann. Modifiziert, nicht wahr? In einer Enklave großgezogen und in die gefährliche Welt entlassen. Pass auf, Tarik! Wird das jetzt ein Überfall oder was? Schade, schade. Es wäre eine Schande, sie gleich zu verheizen. Aber zufällig suche ich gerade einen Söldner. Ja. Ich bin am Sicherheitschef in der nicht gekennzeichneten Suite auf Ebene 108 der Arkologie interessiert. Er ist mit Biomodifikation gespickt. Mit Beta-Biokühlen, einer neuen Generation der Piezo-Cam-Architektur. Was weiß ich. Jedenfalls würde ein Kunde ein Vermögen für seine Modifikation hinblättern. Wie soll ich eine Biomodifikation stehlen? Soll ich ihnen seine Leiche bringen? Töten Sie ihn einfach. Meine Leute im Leichenschauhaus schlachten ihn dann für mich aus. Mir gefällt Ihre Denkweise. Ich werde Sie gut bezahlen. Hier, damit kommen Sie in die Arkologie. Jetzt habe ich zwei Ausweise und den dritten habe ich mir gekauft. Also das Kaufen wäre völlig unnötig gewesen. Aber wir mussten hier irgendwie ins Obergeschoss. In die Wohnung von Nassifs Onkel. Da, genau. Aber dann machen wir das beim nächsten Mal, weil wir jetzt schon wieder am Ende der Episode angelangt sind. Also geht's hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao.